In Deutschland heißt die Verfassung übrigens Grundgesetz. Warum ist das eigentlich so? In Deutschland heißt die Verfassung Grundgesetz, da das Grundgesetz nach dem Zweiten Weltkrieg im Gründungsjahr der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik 1949 nur für Westdeutschland, also für die BRD, galt und daher als ein vorläufiges Übergangswerk, ein sogenanntes Provisorium, bis zur Wiedervereinigung mit der damaligen DDR gesehen wurde. Die Menschen in Ostdeutschland sollten ja nicht von einer Verfassung für Gesamtdeutschland ausgeschlossen sein. Bei einer Wiedervereinigung sollte dann eine gemeinsame Verfassung für ganz Deutschland erarbeitet werden, die durch einen Volksentscheid angenommen werden würde. So der Plan damals. Durch den Beitritt der DDR am 23. August 1990 zum Geltungsbereich des Grundgesetzes und damit zur BRD hatte sich der ursprüngliche Plan der Väter und Mütter des Grundgesetzes allerdings erübrigt. Daher heißt die Verfassung in Deutschland auch heute noch immer Grundgesetz.